Ich würde gerne Wolf sehen. Also, schade, dass die heute nicht zocken. Hätte ich da auf jeden Fall nochmal mitgezockt. Ganzen Pfeil am Anfang. Ja. Ach, es geht los. Und da kann man gegenklatschen, oder was? Hole in the middle. Boah. Sieht auch schon wieder geil aus, die Strecke. Hast schon eine selber gebaut? Bestimmt, ne? Nee. Auch nicht. Können wir ja gleich mal machen. Und anscheinend kann man Blöcke ineinander bauen, standardmäßig. Das ist ganz geil. Also haben wir noch einen Pluspunkt. Ja. Ja, ich meine, das ging in United auch, aber nur mit Mods. Ja, und das ist natürlich kacke. Da haben sie schon viel von der Community abgeguckt, dass sie da möglichst viel ins Spiel reinpacken. Kann ich mir, glaube ich, vorstellen. Dass sie wirklich mit einigen Leuten gesprochen haben oder geschrieben haben oder mit des Geeks. Anders kann ich mir das gar nicht denken. Die wissen ja gar nicht, was die Leute so wollen. Sonst. Also das Trackmania ist auf jeden Fall... also ich kann mir vorstellen, viele Leute werden jetzt von United auf dieses Trackmania umsteigen. Weil von United auf Turbo hat fast niemand gemacht, aber jetzt bei dem... Ah. Warum nicht? Es gab ja noch TM2 dazwischen. Was? Es gab ja noch das andere TM2 dazwischen. Ja, aber das ist, glaube ich, nicht so gut gewesen, oder? Doch. Ja, aber war es nicht genauso wie in United? Nee, die haben ein paar Bugs rausgenommen, ein bisschen verbessert auch. Sozusagen noch in die Weiterentwicklung von United, dann kommt das Spiel. Okay. Also ich fand das jetzt hier, finde das am besten. Ach, die Strecke ist doch... Ich hab nie was anderes gespielt außer United, also... Keine Ahnung. Naja, ich hab eigentlich... Das, ja, ich habe glaube ich nur das eine nicht gespielt. Aua. Das Trackmania 2. Sonst habe ich glaube ich alle Teile gespielt. Nee, Trackmania Valley habe ich ja auch nicht gespielt. Nein, gab es auch noch einen guten Teil. Ja, die beiden habe ich auf jeden Fall nicht gespielt. Und dann gab es noch die ganzen Vorreiter, wo noch nie mein Stadium drin war. Mhm. Und dann Rally Canyon oder was. Aber erst kam das erste Trackmania, was ich hier noch auf CD habe. Dann kam doch, glaube ich, schon direkt Nations raus. Ich weiß gar nicht, ich glaube, da war nichts mehr dazwischen, zwischen den beiden. Nein! 18. bin ich, ey, Mann. Die Strecke kann mich mal am Arsch lenken, ne? Die ist eigentlich ganz geil. Die geht mir richtig auf den Piss. Richtige Dreckstrecke hier. Mega geil. Allein schon der Start. Ja, die Pfeile sind ja mal mega. Ja, nee. Kurve aber nicht. Boah, nee, Alter. Boah, das war, glaube ich, gar nicht schlecht. Wenn ich die Strecke hasse. Boah. Mir auf den Piss. Und die Platzierung ist halt auf deinem Auto drauf, ne? Ja, das feiere ich auch. ich finde alles an dem Auto geil, tut mir leid. Ich würde das nicht besser machen. Die Platzierung ist geil, die Geschwindigkeit ist geil, obwohl man da gar nicht hinguckt. Bremslicht hast du auch. Bremslicht finde ich sehr geil. Und den Spoiler finde ich sehr geil. Aber der ist ja eh die ganze Zeit ausgefahren. Weil wann ist man mal so langsam, dass der einklappt? Klappt der ein? Warte mal. Klappt schon bei 80 aus und der fährt ein bei... Bei 50. Ah ja, ich weiß noch, beim Chrysler Crossfire in GT4. Wann der ausgefahren ist. Jo. Ich glaube bei 120 oder so. Ist ja auch ein geiles Spiel. Jetzt habe ich erstmal einen neuen Fernseher geholt. Ja.
Ja. Ich konnte es nicht mehr aushalten. Der Junge hat Geld. Was? Kannst du jetzt mit zwei Pixeln spielen. Richtig. Ja, der ist jetzt... Boah, wie viel Zoll hat der? Ich glaube 39 oder 40. Neueste Technik. Na gut. Ja, ja. Der ist schon ganz okay. 22.0. Was? Eine Sekunde? Okay, ciao. Bist du vor mir, oder was? Vierter, ja. Ja, ich krieg hier diesen Abschnitt mit dem Pole nicht hin. Oh, dann lenkt er nicht. Ich bin schon geil, dass du eine Decke fahren kannst. Ja. Ich würde gerne mal außerhalb der Strecke wieder fahren. Stadium erkunden. Das habe ich früher nämlich immer gemacht. Ach ey, Mann. Wo war eigentlich Bodo? Lebt der überhaupt noch? Studieren. Oh, immer noch. Leben. Keine Ahnung. Hab ich ja gefeiert. Vor allen Dingen, diese Säcke haben über dieselben Sachen geredet wie früher. Normal. Das hab ich gerade gefeiert. Ich glaub, ich hast du den ganzen Stream angeguckt oder wie? Nö, ich hab, bin jetzt, also ich hab jetzt nur den Teil angefangen, ein bisschen von Wolf am Anfang, so 10 Minuten. Dann ging er mir auf den Sack. Und dann ist Kevin ja auch irgendwann reingekommen, ne, mit den anderen. Ja, genau. Oder waren die vorher schon drin? Nee. So bei 1,45. Weiß ich nicht. Ich glaube bei 1 Stunde 45 kommen die rein. Wo der dann die ganzen Zauneinstellungen macht bei denen. Das war gut, bring ins Ziel, komm schon! Dritter. Autorenmedaille, jawoll. Oh Junge, 22 und so. Never in my life. Die Strecke kann mich mal am Arsch lecken. Weiter in Dortmund. Was? Bin zweiter in Dortmund. Zu Dortmund genommen? Ja. Nicht Bochum, ich komme aus dir? Nein, bin ich nicht aus Bochum kommen. Du kommst auch nicht aus Dortmund. Komm mal hier aus Bochum. Also lieber Bochum als Dortmund, hallo? Nee. Ja klar. Wegen Bochum. Da kommt Fiege her, hallo? Nee. Bochum muss. Bochum, ich komm aus dir. Ey, fünfter Lot Zwischenzeit. Komm, bitte. Ja, und verkackt. Uschi macht das. Scheiße. Mann, ey, das war so gut. Entweder verkacke ich den Teil oder den Teil. Aber Hauptsache der Panda, ne? Keine Ahnung, was mit dem los ist. Der Franzose geht ganz schön ab, ja. Wenn ich mir mal nach langer Zeit irgendwann einen neuen Schreibtischstuhl hier. Deswegen ist, wenn hier einmal die Bande wundern, also eine Sekunde oder so kein Problem. Nein! Was? Wenn du die Bande berührst, dann hast du für eine Sekunde keinen Vortrieb mehr. Scheiße, Alter. Ey, das war richtig gut. Nee. Ganz ehrlich, diese komische Endkurve da. Dieser Endteil, der geht ja gar nicht.
Nee, die Strecke muss die Kuppe davor erwischen. Und die Karre in den Drift kommt. Scheiße. Und dann noch 5 Minuten, ne? Ich kann gerne einen anderen Server suchen. Also ich ganz ehrlich, also die Strecken sind cool, aber ich finde das leider zu lang, muss ich sagen. Such mal einen anderen gleich, wenn die Runde vorbei ist. Jetzt verbessere ich mich nochmal. Ich fahre durch Bäume und verpasse die Auffahrt. Okay, dann nicht. Ah, wo ich gelandet wäre, irgendwie 2 Plätze hinter dir oder so. Ah, Bande. Oh. Ja, ich kann mir ja auch nichts kaufen mit meinem 15. 15er? Mhm. Ja, ich sag ja, ich krieg die ganzen Banden hier nicht. Ja, wieder mitgenommen. Ich bin, glaube ich, einmal so einen vernünftigen 2-1-C gefahren. Aber sonst. Ciao, 6 Zehntel auf den nächsten. Ja, vor der Feiern weiß ich auch nicht. Ja, jetzt verbessere ich mich mal wenigstens wieder ein bisschen. Musste jetzt auch mal sein. Auf die 10 zwar nur, aber egal. Bin wahrscheinlich Meilen von dir entfernt. Wahrscheinlich bekommst du mich jetzt nur. Vielleicht jetzt? Nee. Aber ich kämpfe, guck. Ich habe den letzten Checkpoint noch voll. Mein geliebter 6. Platz ist hier wieder, ne? Nice. Darf mir wieder keiner wegnehmen. Komm, den muss ich behalten. Hat der Checkpoint jetzt gar nicht gezählt? Doch, manchmal. Zeigt er das nur manchmal nicht an oder was macht der für Faxen da? Hab ich noch einen Bug oder so. Nein, nur 30 schlechter. Oh, oh nee, es war letzter Abschnitt gut, aber der Rest auf. Ich bin doch angekommen bei der Strecke. Mann, da geht doch jetzt noch was. Noch 15 Minuten die Strecke fahren. Ja, das ist neu gebaut. Autsch. Frog TM. Kann nix. Kannst dich auch Benno TM nennen. Dann bin ich erstmal an 10. Stelle, locker. Wo, warte mal, was sind das für komische Namen? Wie sind die zustande gekommen hier? Sind das die. Uplay-Namen. Ah. Okay, 4. Dankeschön. Nice. So, Roffelcopters. Sogar das Podium wird mir nicht in dem neuen Checkmania gewählt. Mir wird heute nur der 6. Platz gehören, aber damit bin ich zufrieden. Geil. Den Uplay-Namen feiere ich ja gerade. Ja, dann lasse ich auch so. Scheiße. Das war wieder viel zu langsam. Ja. Aber 4 und 6 kann sich doch sehen lassen von dem Spiel, dafür, dass wir es jetzt heute wieder den ersten Abend spielen. Da sieht man einfach die Trickmania-Vorerfahrung, muss man jetzt einfach mal so sagen. Platz 3. So, einen Versuch habe ich noch. Nein. Oh, fuck, verkackt. Komm schnell! Ja, verkackt. Ich gebe der Strecke ein Plus.
führe schon mal die Bewertung ein. Oh, verkackt. Siehst du den Chat? Ja, ne? Ja, ja. Gib doch mal die Bewertung ab jetzt. Ja, undecided. Undecided? Da muss ein Fragezeichen schicken. Oder so. Yay, Pokal. Am Ende hat mir die noch gefallen. Guck mal, so weit sind wir jetzt aber auch nicht mehr auseinander gewesen, ne? Was hattest du denn? 6 und du hattest 4 am Ende. Ich, okay. Anderer Server? Können wir machen. Wir wollen ja mal ein bisschen rumprobieren hier jetzt. Oh, diese Huckel-Dinger sind geil. Ja. Kann man den jetzt hier einfach verlassen im Ladescreen, oder? Glaub nicht. Okay. Okay, dann neuer Server.